Nächste Aufnahme. Facebook-App Command Online Mercedes. Ich habe eine Darstellung meiner Freunde aufgerufen. Ich habe ca. über plus 2000 Kontakte in Facebook. Und das ist das Ergebnis der Liste. Die umfasst ca. ich weiß es nicht, 100 Einträge. Was auffällt beim Scrollen, dass die alphabetisch extrem gut sortiert ist, Anführungsstriche, Anführungsstriche. Das heißt, wenn ich unter meinen 2000 jetzt direkt einen aussuchen will, Problem. Scroll ich runter ans Ende der vorläufigen Temporärliste, wird nachgeladen. Bringt mir nichts, kann ich jetzt abbrechen, mache ich auch, habe ich keinen Bock drauf. Und möchte ich jetzt irgendein Menü aufrufen, um direkt einen meiner Buddies vielleicht aufzurufen? Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich probiere mal dieses Menü. Da steht alle Freunde anzeigen und sogenannte Adressbuchansicht. Ich probiere mal das mal aus. Und irgendwas wird geladen. Jetzt mal schauen, was passiert. Ich bin gespannt. Ich bin zum ersten Mal in diesem System drin. Nee, das hatte ich noch nicht gesagt, aber ich sag's jetzt zum ersten Mal. Und ich kenne das System nicht. Und jetzt passiert irgendetwas, es erscheint dann bitte warten, es wird wieder eine Verbindung zu Server irgendwo bei Mercedes aufgebaut. Bei dem ersten Video, was ich schon gesendet und gebracht hatte, sprach ich ja von Palo Alto in San Francisco. Da steht deren Laboratorium, wo sie das Ganze entwickeln, eng in Kopplung mit den großen Internetfirmen, damit sie nahe dran sind. Das machen sie schon seit Jahren. Und während ich versuche, diese Bitte-Warten-Schlange zu überwinden, um euch zu zeigen, was heißt denn das überhaupt, diese Adressbuchansicht, ich habe keinen blassen Schimmer. Jetzt überlege ich, ob ich das abbrechen soll oder nicht. Gut, übertragen im Sinne für den Kunden heißt es einfach, der Kunde erwartet eine Adressbuchansicht, bekommt aber jetzt erstmal kein Reply so schnell. Ist also ein sehr unzufriedenstellendes Ergebnis, muss ich sagen. Es dauert A zu lange, gut, es mag Datenconnect sein. Oben rechts seht ihr aber einen vollen Connect, was die Signalstärke angeht, zu O2. Ich befinde mich in Frankfurt am Main, in der Innenstadt. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein hier, was die Datenverbindung angeht. Das heißt, die Response Time ist sehr slow und man weiß nicht, was kommt. Zumindest als Ersteindruck. Ja, das Sortieren der Liste nicht alphabetisch, das ist schon mal ein Hammer, dass man nicht direkt irgendwie Buddies aussuchen kann, zumindest habe ich bisher nicht gesehen, ist natürlich auch ganz schlecht. Vielleicht kommt es jetzt, ich würde es euch gern zeigen, bevor ich euch blöd voll blubber. Und jetzt passiert was, es passiert was tatsächlich, vielleicht das noch zum Abschluss, zur Belohnung des Videos. Ich habe die gleiche Ansicht, also ich bin rechts rein. Und habe das Menü aufgerufen, alle Freunde anzeigen und bin jetzt auf Adressbuchansicht. Ich keine Ahnung, was das bedeuten soll jetzt, also was ich jetzt da groß geändert haben sollte. Ja, also, großen Ganzen alles ein bisschen, wie soll ich sagen, es macht mich nicht besonders glücklich. Ja, wie ihr schon merkt, eine Warterei, Unsortiertheit, keine Möglichkeit direkt Kumpels anzusprechen. Jetzt würde ich gerne einem eine Message schicken. Warum sollte ich das überhaupt über Command Online tun, wenn es so alles kompliziert ist? Ist halt die Frage, warum nicht gleich mein Handy nehmen? Tja, alles so Aspekte. Okay, let's go. Geht's weiter danach.